Willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Das ist jetzt die dritte Folge mit böse Augen und bösen Herzen. Wir befinden uns gerade in den Gesindequartieren, da haben wir uns Zugang verschafft und suchen hier nach hilfreichen Informationen. Ihr seht hier lauter tote Elfen. Ziemlich unerfreuliche Geschichte. Aber entdeckt Gärten, gut. Sieh dich in den herrschaftlichen Gemächern um. Mord und Totschlag, was ist denn hier passiert? Aha, da. Es könnte nicht schaden, sich hier mal umzusehen. Ja, Hallerstatuette. Jetzt haben wir schon zwei. Sehr schön. 10 gibt es insgesamt. Ich sollte mir gut überlegen, wofür ich die hernehme. Da war vorhin... Hoppala. Das war kein Bediensteter. Was wollte er hier? Dieser Mann war ein Gesandter des Rats der Herolde. Es ist merkwürdig, ihn hier vorzufinden. Ist das... Gesparts Familienwappen am Heft des Dolches? Es wird Zeit, dass ich mich mal mit dem Großherzog unterhalte. Das kann auch eine falsche Fährte sein. Mit dem Familienwappen. Venatori, Spione! So, und dann gibt's mal eins auf die Mütze. Endlich mal ein bisschen Action. Diese Diplomatie ist auf Dauer ein wenig... Da hinten geht's mir gut. Die Venatori haben uns beobachtet. Sie sind organisiert. Ja, sicher haben die uns beobachtet. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Alles andere wäre abwegig zu denken. So. Wenn da der Inquisitor auftaucht. Zur oberen Ebene. Was ist das denn? Elfenwurzel. Naja, wenn ich jetzt schon mal... So, ich gehe lieber in die hintere Reihe. Ja, ja, immer auf den Krieger. Der Bulle freut sich. Der Bulle freut sich doch über so viel Anfang. So, ein bisschen Eiszauberei und so. Niedrige Gesundheit wäre. Moment, warum? Ja, dann trink halt einfach einen Trank. So. Jo, also. Feuerschaden macht sehr gescheit, ne? Da ist eine große Klasse drin. Seidenbrokat. Jo, mein Ansehen bei Hofe schwindet. Verrätische Breitaxt. Aber hilft nichts, da müssen wir durch. So, die haben hier irgendwas bewacht. Die Ärmste. Schaut aus wie eine Bedienstete, als ob die irgendjemandem was tun könnte. Was ist denn das, was das so bimmelt? Ach, eine Elfenwurzel, meine Güte. Scheucht mich, werden eine Elfenwurzel daher. Davon habe ich doch genügend eigentlich. So, was ist denn das für eine Tür da? Herrschaftliche Gemächer, ja, die habe ich ja gesucht, ne? Vorratslager. Naja, gut. Vorräte aufgestockt. Ich glaube nicht, dass ich dann nochmal vorbeikomme, wenn ich hier weg bin, bin ich hier weg. So. Eiszauberei und dann die Feuerzauber hinterhergehen aus. Wie muss das ausschauen? Und mein Fokus ist auch aufgeladen mittlerweile. Den werde ich mir aber wohl aufsparen, weil bei solchen Gegnern brauche ich noch keinen Fokus. Kevin!
Totik. Sie raus! Totik. Wo bimmelt's hier? Da, was zu lesen. 54 Ansehen, oioioi. Das war jetzt wohl nicht so relevant, dass ich es lesen konnte. Bin auch nicht böse, wenn ich nicht alles vorlesen muss. So, was haben wir hier? Achso, das ist... Hey, das sieht nach einer besonderen Truhe aus. Da ist was Besseres drin. Würde ich wetten. Geschmückter Knauf und Rezept. Jawohl, Plan. Stufe 3. Ich glaube nicht, dass ich schon einen Stufe 3 Plan habe. So, und bevor ich hier zurückkehre, ich nehme an, dass ich durch diese Tür... Ja, das dachte ich mir, dass es hier noch was zu erkunden gibt. Kompendium des Eulesianischen Theaters. Unruhig schreitet Callista auf der Mauer über dem See auf und ab. Der Himmel ist dunkel. In ihren Händen hält sie einen Becher mit Gift. Kamalia ist auch dort. Ihr Gesicht ist verschleiert. Ach, das ist jetzt nicht relevant. Komm, das muss ich jetzt wirklich nicht alles lesen. So. Da ist noch ein rotes Pünktchen. Hallo. So, der hat gesessen, glaube ich, ne? Und noch mal ein bisschen Eisdings. Dann gibt's Pfeile mit eisernem Stiel. So, gut. Das war's. Und tschüss. Ich könnte das Spiel ja auch so einstellen, dass die Truppe sich gegenseitig Schaden zufügen könnte, aber das da halte ich nicht viel von. Es wäre zwar realistisch, aber was? Jehavis Mutter von Ole? Nee, ich glaube, das brauche ich jetzt anders vorlesen. Aber ich scroll's mal durch. Dann könnte ich es notfalls später noch lesen in meinem eigenen Video, wenn sich das in der nächsten Folge als... Aber das ist nicht relevant, nee. Sofern ich das jetzt überflogen habe, war das jetzt nur mal wieder... ja. Damit wir Zeit verbrauchen. Und an Ansehen verlieren. Was gibt's denn hier noch? Sind wir von hier gekommen? Nein, sind wir nicht. Hallo, Grüße. Dann. Ihr kriegt von mir auch ein bisschen Feuer. Feuer und Eis. Eis und Feuer, sehr schön. Was ist denn mit dir los? Hallo? Helft Vivien! Die ist wohl irgendwie gestunt worden durch irgendwas. So, ich denke, Vivien kann sich selber helfen. Sarah, da brauchst keine Angst haben. So. Und die kann sogar Tote wiederbeleben. Wenn sie noch nicht lange tot sind. Lesen. Der Winterpalast, die herrschaftlichen Gemächer. Dieser Flügel diente einst den Familien der jüngeren Geschwister des Hauses Valmont als zweites Zuhause, was sich jedoch änderte, als Kaiser Florian den Thron bestieg, da der selige Kaiser keine entfernteren Verwandten als seine Geschwister im Winterpalast duldete, standen die gesamten herrschaftlichen Gemächer über Jahre hinweg leer. Ein Ausdruck aus einer architektonischen Geschichte von Ole, Band 1 von Elodie Ferrano. Wir brauchen noch eine Statuette, um zur Schatzkammer zu kommen. Ja, wäre nett, wenn das hier irgendwo ist. Ah, verdammt, er fordert mehr Hallerstatuette. Ist das die Schatzkammer? Wo ist denn das auf der Karte, dass ich das wiederfinde? So. Hoffen wir es, dass ich das wiederfinde. Also das
Da würde ich schon gerne mal einen Blick reinwerfen. Es ist unbenutzt hier. Irgendwas hat hier nachgeladen. Okay, da sind Gegner. Hoppala! Das war ja... Und jetzt bin ich hier allein, oder was? Hurra! Ah, da sind sie ja, Gott sei Dank, weil als Bogenschütze alleine an der Front ist ein bisschen... Wow, der Bulle hinhaut, wächst nichts mehr, auch keine Truhen und Kisten. Also das war ein echt gekonnter Fail mit dem Sprungschuss nach hinten. Das muss man erst meiner nachmachen, Seitenbrokat. Wie komme ich jetzt wieder darauf? Die sind von da hinten gekommen, ne? Boah, das ist das ein Labyrinth und das soll man sich zurechtfinden. Herrschaftliche Gemächer. Von da seid ihr gekommen, oder? Irgendwie. Was gibt's hier? Hochwerktiger Jägerharnisch. Das ist ein Stufe 2 Plan. Sehr schön. Mächtiges Tiefenlauer Vita. Das sieht für mich eigentlich schon eher nach Bibliothek aus. Da war man. Genau, den Weg sind wir gegangen. 49 haben wir noch ansehen. Gut. Das wird schon reichen. Und hier haben wir gekämpft, ne? Hier drüben. Genau. Jetzt springe ich aber nicht mehr zum Fenster raus. Das war eine Leere. Sind das eigentlich für Typen? Venatori, okay, die sind aus Tibet. Das sind Tibeter. Ja, es hat sich schon erledigt. So, dann nochmal Feuer gedönnt. Und starken Schuss. Giftschuss. Okay, nicht. Ja, man setzt sich auch nicht in Feuer. Die Venatori sind wohl nicht gerade die hellsten. Verstärkter Vorreiterharnisch. Mir machen die Flammen ja nichts. Sichelschlitzer. Aha, da drüben. Ja, prügelt ihr mal. Das schafft ihr schon. Ja, genau. Das ist eine Falle. Hä? Video oder was? Quatsch. Na, wer hätte das gedacht? Briella, hä? Inquisitor Lavellen. Ihr hier in den Gesindequartieren? Wolltet ihr euch zur Abwechslung mal unter euer eigenes Volk mischen? Wir wurden uns noch nicht angemessen vorgestellt, nicht wahr? Ich bin Botschafterin Briella. Aha, das Spiel hat bemerkt, dass Velaya Elfe ist. Das war die Anspielung mit dem eigenen Volk eben. Hallo. Es freut mich, euch endlich kennenzulernen, Botschafterin. Ihr steht in dem Ruf, Ergebnisse zu erzielen. Und ich muss sagen, er ist wohlverdient. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Es wird Wochen dauern, den Marmor vom Tevinterblut zu säubern. Tja. Ich kam her, um meine verschwundenen Leute zu retten oder zu rächen. Aber ihr kamt mir zuvor. Also... Der Gesandte des Rats der Herolde im Hof. Das ist nicht euer Werk, oder? Ich habe ihn tot vorgefunden. Ja, das glaube ich gar nicht. Ja, das können... Ich halte das für eine gefälschte Spur mit dem Wappen auf dem Dolch. Ich habe ihn tot vorgefunden. Er war schon tot, als ich dort ankam. Das dachte ich mir. Ihr seid vielleicht mit dem Großherzog hier eingetroffen, aber ihr erledigt offenbar nicht seine Drecksarbeit. Ich wusste, er hat die Chevalier hereingeschmuggelt. Aber die Ermordung eines Gesandten des Rates? Meuchelmörder aus Tevinter in den Palast zu bringen? Das sind Verzweiflungstaten. Gaspard will offenbar heute Nacht zuschlagen. Er wirkte nicht verzweifelt, das stimmt. Seid ihr sicher, dass er dahinter steckt? Er war viel zu...
Unbeschwert für einen Mann, der plant, Hochverrat zu begehen. Lasst euch von seinem Charme nicht blenden. Er ist Orlesianer. Dieses Lächeln ist seine Maske. Ich hatte euch falsch eingeschätzt, Inquisitor. Vielleicht werdet ihr eine wertvolle Verbündete. Was könntet ihr mit einer Armee von Elfenspionen nicht alles erreichen? Ihr solltet darüber nachdenken. Und der Preis? Und was wollt ihr von mir im Austausch für diese Armee von Spionen? Helft mir, unserem Volk zu helfen. Ja, gerne. Ich weiß, woher der Wind weht. Ich wette, ihr seid an den Friedensgesprächen beteiligt, noch bevor die Nacht vorüber ist. Und wenn ihr dabei zufällig ein wenig in unsere Richtung tendiert, könnte sich das für uns beide als vorteilhaft erweisen. Nur so ein Gedanke. Tja, davon kannst du ausgehen. Velaya ist ja selber Elf. Ist großartig. Sogar die Elfen versuchen, euch zu bestechen. Das ist das Spiel, meine Liebe. Und jeder hier spielt es. Jo. Ich glaube, dass das eine interessante Option ist, dass Velaya Elfe ist in dem Zusammenhang. Sonst wäre das Gespräch eben wahrscheinlich völlig anders verlaufen. So. So, noch eine Hallerstatue. Dann, das reicht uns doch dann für die Schatzkammer, ne, oder? Schauen wir erstmal hier. Boah, da soll man sich zurechtfinden. Das ist ja zur Hauptebene. Da will ich eigentlich nicht hin. Ich möchte nochmal. Na gut, aber bevor ich dann wieder hierher dackeln muss, erledigen wir erstmal unseren Job hier. Reville, der irre Kaiser. Nee, ich halte das wieder nicht für relevant. Ist irgendwas mit Geschichtsschreibung. Wenn es euch interessiert, ihr wisst, wie es läuft. Pause-Taste, zwingen tue ich jetzt niemanden dazu, sich das anzuhören. Das, ja, hätte ein paar Minuten gedauert, das zu lesen. Aus die Kaiser von Ole, von Bruder Genitivi, stimmt's oder nee? Hallon Ascari. Nicht mal Bruder Genitivi. Der hat doch sonst immer solche Bücher geschrieben. Ansehen wieder geringer. Aber da wollten wir ja eigentlich hin, ne? Das war die Tür. Jo, Elfenmedaillon aufheben. Das klingt interessant. Ein Elfenmedaillon versteckt in einer Schatzkammer. Unklug, Selene. Okay, das war wohl ein Beweismittel. Elfenschlangenvita, verzierter Langbogen, Doppeldornenklinge. Ich bräuchte einen besseren Bogen, Menno. Ich krieg dauernd solche Pläne, die Velaya selber nicht nutzen kann. Meisterhafte Krähenklinge. Naja, darüber freut sich dann. Wie heißt er gleich wieder, mein Geist? Naja. Cole. Aber ich denke, das hat sich gelohnt. Die drei Hallerstatuetten waren hier wohl gut angelegt. Das werte ich mal als Erfolgserlebnis. Karte. Zur Hauptebene. Zur Hauptebene. Das brauche ich hier nicht. Ja, ich glaube, wir begeben uns mal. Oder habe ich hier was übersehen? Ganz kurz die Quest checken. Findet den Harlekin. Ja, den haben wir vorhin in der Videosequenz gesehen, ne? Das ist aber noch kein Kehr in den Ballsaal zurück, um den Gaspar zur Rede zu stellen. Gut, dann machen wir das. Bevor unser Ansehen komplett ruiniert ist. Da. Bin ich da hin? Ach, egal. Sieht interessant aus, der Weg. Gärten. Sag mal. Na gut, hier haben wir ja schon gründlich aufgeräumt. Ein schicker Garten ist es schon. Wenn hier nicht überall Elfenagenten. Wir halten diesen Trakt. Okay, alles klar. Gut, die sichern das hier für uns. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit sich unser Ansehen bei Hofe erholt. Das war bei 61.
Und was hat man jetzt? 47 oder war es schon weiter runtergegangen? Josephine Monti ist Sucherin Cassandra. Das schwarze Emporion. Setze die Kriegsfähigkeit der Kette ein, um Gegner über Glyphen. Was? Ja. Über Glyphen zu ziehen. Das ist eine gute Taktik. Das klingt interessant. Glyphe auf den Boden zaubern, Enterkette und den dann genau in die Falle ziehen. Das klingt lustig. Halle der Helden. Aha, es bimmelt wieder. Das heißt, auf in den Ballsaal, oder? Sieh dich im Trophäenzimmer um. Ich denke, was soll ich denn zuerst Vielleicht machen? Das sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Hier könnte was sein, okay. Gut. Geheime Briefwechsel. Das waren Beweismittel. 30 davon, Gott. Da bin ich ja noch weit davon entfernt. Das wird wohl noch ein paar Folgen dauern hier, das Spiel, aber macht nichts. Gut. Schauen, ob ich da wieder. Nein, stopp! Ob ich da wieder Ansehen raushauen kann. Ist es wahr, was man sich erzählt? Ihr seid doch der Inquisitor, richtig? Wir haben Geschichten über eure Taten gehört. Also, indirekt rangehen. Die Leute übertreiben. Einige davon sind womöglich ein wenig übertrieben. Ich habe es euch gesagt, Philipp. Nicht jeder kämpft gegen einen Erzdämon und überlebt es. Ihr seid eine Inspiration. Also keine direkten, was hat man euch erzählt? Ihr solltet mit Kallen die Wachen dazu bringen, ihren Posten zu verlassen. Das klingt gut. Das probier mal. Ihr solltet Wenn ihr möchtet, kann euch Kommandant Kallen die Schlacht in allen Einzelheiten erzählen. Er ist im Ballsaal. Also. Wirklich? Aber ich sollte meinen Posten nicht verlassen. Ihr wärt ja nur einen Moment weg. Die Welt steht vor dem Abgrund, Philipp. Wenn wir uns diese Geschichte jetzt nicht anhören, haben wir vielleicht nie wieder die Chance dazu. Ihr habt recht. Danke, Inquisitor. Lasst uns gehen. Sieht so aus, als hätte ich das gut gemacht. Ansehen plus 10. Das war spitze. Und was ist das jetzt für ein Raum? Trophäenzimmer, da sollen wir uns ja umschauen. Gut, dann tun wir das. Geheime Handelsdokumente. Hallo, gehen wir dahin. Also theoretisch müssten wir jetzt 71 Ansehen haben. Wenn sich das ausreichend regeneriert. Was ist hier? Oh, das ist ja. Hallo. Philipp, schlagt dem westlichen Flügel des Palastes zu, sobald ich euch 3 Gläser Weinbrand schicken lasse. Ich werde kein Risiko eingehen, Gaspar. Das klingt also schon so, als ob der irgendwas plant. Das muss aber kein Attentat sein. Das kann was anderes auch sein, was er im Sinn hat. Und eine Halas-Statuette? Was ist da drin? Fereldische Breitaxt. Yay. Noch eine Tür. Ich kann das Schlösser knacken. Ist ja ein Inquisitor mit guten Talenten. Und das hier. Schlachtmeisterpanzerung. Ja, klingt gut eigentlich. Hab jetzt aber nicht die Zeit mehr, sowas in Ruhe anzugucken. Kann ich die zumachen? Nee. Tafel lesen, will ich das? Die Kunst des Winterpalasts, Bärentrophäe. Erlegt von Judikael dem II. Während einer Jagd in der Jägerhornbergen 65 des gesegneten Zeitalters. Hör du mich auch. Was war das? Achso, das ist wieder nö, das ist nicht relevant. Das. So. Kehre in den Ballsaal zurück. Ob das Ansehen 100 überhaupt zu erreichen ist, oh Gott, haben wir Ansehen verloren. Das. Also das Gespräch mit Gaspar müssen wir auf jeden Fall noch machen. Inquisitor Lavellen?
Wir kennen uns. Ich bin Großherzogin Florian de Chalon. Willkommen auf meinem Fest. Kann ich euch helfen? Bis dahin war es ja gut. Kann ich etwas für euch tun, euer Gnaden? Ja, das könnt ihr. Ich denke, heute Abend sorgen wir uns beide um eine bestimmte Person. Kommt, tanzt mit mir. Auf dem Parkett hören uns die Spione nicht. Jo, gut. Diesmal machen wir es so. Lasst uns tanzen. Also schön. Tanzen wir, euer Gnaden? Wow, mit plus Vergnügen. 10. Diesmal plus 10, nicht minus 10. Das gefällt mir. Seit wann interessieren sich die Dalish für die Politik? Was wisst ihr über unseren Bürgerkrieg? Mein Stab hat mich informiert. Mein Stab hält mich auf dem Laufenden. Man möchte meinen, die Führung der Inquisition verstünde sich auf die Politik. Es war nicht leicht, dieses Treffen heute zu arrangieren. Und doch plant eine Partei, gemeinen Verrat zu begehen. Die Sicherheit des Reichs steht auf dem Spiel. Wir wollen beide nicht, dass es untergeht. Ja, stimmen wir ihr mal zu? Spielen wir mal das Spiel mit. In dem Punkt stimme ich euch zu, ja. Damit nehmt ihr eine schwere Last von meinen Schultern, Inquisitor. Die Welt ist voller Zweifel und Ungewissheit. Furcht regiert mehr Herzen als jedes Reich. Ich weiß, ihr seid als Gast meines Bruders Gespard hier und wart schon überall im Palast. Ihr weckt in vielen Leuten Neugier, Inquisitor. Und in einigen Besorgnis. Jo, da habe ich jetzt wohl zu direkt geantwortet. Das sollte mir nicht nochmal passieren. Das ist wieder zu direkt. Was seht ihr in mir? Wecke ich in euch Neugier oder Besorgnis, euer Gnaden? Plus 5, gut. Beides ehrlich gesagt. Der heutige Abend ist sehr wichtig, Inquisitor. Ich bin gespannt, welche Rolle ihr spielt. Wisst ihr überhaupt schon, wer Freund und wer Feind ist? Wem ihr am Hof vertrauen könnt? Oh Gott. Ich vertraue niemanden. Ich vertraue niemanden, hat ein besonderes Symbol. Ich nehme mal an, dass das was zu bedeuten hat. Testen wir's. Wenn ich etwas gelernt habe, euer Gnaden, dann niemandem zu trauen. Plus 5, sehr schön. Den Fehler habe ich wieder ausgebügelt. Im Winterpalast ist jeder auf sich gestellt. Euch dürfte nicht entgangen sein, dass gewisse Parteien heute Nacht ein gefährliches Spiel treiben. Wir antworten indirekt, tun das nicht alle? Gehören gefährliche Spiele in Orlais nicht zum guten Ton? Plus 5, schön. Ihr habt nicht viel Zeit. Der Angriff steht kurz bevor. Stoppt Gespard, bevor er zuschlägt. Im Garten des königlichen Flügels findet ihr den Hauptmann der Söldner meines Bruders. Er kennt Gespards Geheimnisse. Ihr könnt ihn gewiss überreden, euch zu helfen. Wir werden sehen, was die Nacht bringt, meine Liebe. Ja, da war ein kleiner Grafikfehler am Hals der Gräfin, oder was das war. So. Ihr werdet in den kommenden Monaten das Gesprächsthema bei Hofe sein. Wir sollten häufiger mit euch tanzen gehen. Bei ihr brauche ich jetzt nicht aufpassen. Ich habe einiges erfahren. Die Herzogin hatte einige interessante Dinge zu erzählen. Ja, das glaube ich gern. Habt ihr etwa mit Herzogin Florian getanzt? Nein. Noch wichtiger, was passierte in den Gesindequartieren? Dort soll es zu Kämpfen gekommen sein. Habt ihr gute Neuigkeiten? Die Friedensgespräche scheinen zu stocken. Ja, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Florian hat irgendetwas vor. Ich habe eine Spur. Ich bin auf Venatori gestoßen. Morrigan hat mir geholfen, in die Gesindequartiere zu kommen, wo ich auf einige Venatori gestoßen bin. Und auf Gespards Dolch. Der Mann würde wirklich alles tun, um Kaiser zu werden. Dann wird der Angriff auf die Kaiserin tatsächlich heute Abend stattfinden. Selene zu warnen ist sinnlos. Sie braucht einen erfolgreichen Abschluss dieser Gespräche. Und eine Flucht wäre ein Eingeständnis ihrer Niederlage. Dann sollten wir sie vielleicht sterben lassen.
Hehe, was? Das klingt gut. Warte mal, wir fragen mal nach. Wir lassen den Mord zu? Ich dachte, wir seien hier, um den Mord zu verhindern. Hört mir genau zu, Inquisitor. Was Korypheus will, ist Chaos. Und dazu könnte es selbst dann kommen, wenn Selene überlebt. Um seinen Plan zu vereiteln, muss das Kaiserreich stark bleiben. Und das heißt, irgendjemand muss aus diesem Abend als Sieger hervorgehen. Nur muss das nicht notwendigerweise Selene sein. Sie hat recht. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt, Liliana? Manchmal ist der beste Weg nicht gleichzeitig der einfachste. Ich brauche mehr Informationen, aber fragen wir mal, was ist der beste Weg? Ihr wollt, dass ich entscheide, was für Orle das Beste ist? Mehr als das. Die Entscheidung, wer den kaiserlichen Thron kontrolliert, wird Einfluss auf ganz Thedas haben. Ihr könnt Korypheus nicht aufhalten, ohne eine Wahl zu treffen. Ihr müsst jemanden unterstützen, oder alles ist verloren. Dann sollten wir Selene unterstützen. Sie ist die rechtmäßige Herrscherin. Warum sollten wir das in Abrede stellen? Weil sie Orle an diesen Punkt geführt hat. Ich stimme für Gaspard. Vorausgesetzt, seine Schwester irrt sich, was ihn betrifft. Ich würde Briella vorschlagen. Sie könnte wahren Frieden bringen, und zwar nicht nur für das Kaiserreich, sondern auch für die Elfen, die hier leben. Das gefällt mir. Die Entscheidung liegt jedoch bei euch, Inquisitor. Nicht bei uns. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Ich würde Briella unterstützen. Ich würde Briella unterstützen, doch wie ließe sich das bewerkstelligen? Ich nehme an, Kaiserin kann sie wohl kaum werden. Nein, kann sie nicht. Sie kann jedoch die Macht hinter dem Thron sein, sofern Gaspard auf ihm sitzt. Okay. Das ist wahr. Sie könnte Selene niemals kontrollieren. Nicht bei ihrer Vorgeschichte. Das heißt, Selene stirbt und Gaspard besteigt den Thron. Dann bräuchte Briella nur noch etwas, um ihn zu kontrollieren. Irgendein Druckmittel. Was hat euch Herzogin Florianen erzählt? Sie sagte, Gaspards Söldnerhauptmann sei im königlichen Flügel. Angeblich weiß er von dem Mordkomplott. Das könnte eine Falle sein. Oder eine Spur. So oder so solltet ihr die Privatgemächer an diesem Flügel nach Hinweisen durchsuchen. Dann verschafft mir Zugang und bringt in der Zwischenzeit eure Soldaten in Stellung. Ich kümmere mich unverzüglich darum. Und seid vorsichtig, Inquisitor. Jo gut, ist wohl entschieden, wir werden Briella unterstützen. Gaspar ist mir zu militärisch, ganz ehrlich. Selene... Ich habe eigentlich nichts gegen Selene, aber angesichts der Tatsache, dass Velaya Elfin ist und ja offenbar Briella Frieden stiften könnte, werden wir diesen Weg gehen. Ja, es bleibt also spannend, wie es weitergeht. In der nächsten Folge vielen Dank fürs Zuschauen.